Wer von uns wird je erfahren, was im Herzen eines Hundes vorgeht? Das ist die Geschichte einer großen Liebe, der Liebe eines Hundes zu einem Mann. Einer Liebe, die sich als stärker erweisen sollte als das Leben. Hol mich erstmal hier raus. Fang an zu graben. Na, mach schon. So ist es, brav. Fang an zu graben. Braves Mädchen. Weiter so. Hey, in die andere Richtung. In die andere Richtung. In die andere Richtung, Chip. Nein, nein, nicht doch. Grab weiter. Du sollst weiter graben, Chip. Na los. Der Staub ist eine Million Dollar wert. Diesmal haben wir es geschafft, Chip. Diesmal haben wir es wirklich geschafft. Nein. Grab weiter. Ich hatte vergessen, den Stützbalken einzuziehen. Oh mein Haar, wäre ich die reichste Leiche in der Gegend gewesen. Komm, Mädchen, auf geht's in die Stadt. Warte nur, bis du Frank Blakes Augen siehst, wenn wir ihm erzählen, dass er ein Millionär ist. Bis bald! Frohe Weihnachten! Steve? Na, Jonathan, wie geht's dir? Frohe Weihnachten. Na, wie war's? Geht aufs Haus? Nein. Na, schön. Wie steht's mit dir, mein Kleiner? Kleiner kann ich dich ja nicht mehr nennen, was, mein Bursche? Und Bursche auch nicht. Ja, da hast du recht. Verzeih mir, meine Schöne. Na, wie läuft's denn so, Jonathan? Chip und ich können uns nicht beklagen. Steve, ist Frank heute Abend schon mal hier gewesen? Frank? Frank Blake? Hm. Ich komm gleich wieder. Danke, Steve. Gib mir auch. Was ist? Mir auch. Also. Jonathan Harvey? So ist es. Ich bin Lynn Taylor. Tut mir leid, dass wir es Ihnen nicht mitteilen konnten. Martha wollte es tun, konnte sie aber nicht rechtzeitig ausfindig machen. Rechtzeitig für was? Frank ist tot, Jonathan. Seit über einem Monat, Lungenentzündung. Tommy macht mir Sorgen, Jonathan. Er hat nicht ein einziges Mal geweint. Wenn er es nur einfach rauslassen könnte. Das schaffen wir schon, Martha. Wir finden einen Weg. Sag mal, was ist dieser Taylor für ein Bursche? Lynn war eine große Hilfe. Er ist ein anständiger Mensch. Warum hat Frank ihn zu seinem Partner gemacht? Das musste er tun. Lynn hat sich eingekauft und uns davor bewahrt, alles zu verlieren. Verstehe. Macht ihn das auch zum Teilhaber an der Goldsuche? Ja, warum? Jonathan, du bist fündig geworden? Ich muss dir etwas zeigen. Lynn. Hallo, Martha. Komm rein. Jonathan ist da. Ich bin ja so froh, dass du hier bist. Jonathan möchte uns etwas zeigen. Ja. Sehen Sie sich das an. Ich bin auf eine Ader gestoßen. Wenn sie weit genug reingeht, könnte es der größte Fund sein, der hier je gemacht wurde. Deshalb müssen wir schnellstens ein Claim anmelden. Anmelden, bevor es bewiesen ist? Wenn Sie das tun und sich rumspricht, dass Sie auf eine Goldader gestoßen sind, sind innerhalb einer Woche sämtliche Trittbrettfahrer der Gegend dort, bevor Sie sicher sein können, dass Sie auf die Hauptader gestoßen sind. Bei Gott, Sie haben recht. Nach 30 Jahren Buddelei finde ich endlich den gelobten Staub und handle so unüberlegt. Mr. Taylor, Martha hat Sie richtig eingeschätzt. Und jetzt können Sie sich gleich als echter Partner erweisen, indem Sie mir eine Ausrüstung besorgen.
Natürlich, Jonathan. Alles, was Sie brauchen. Treffen wir uns in einer halben Stunde im Laden. In Ordnung. Gute Nacht, Martha. Gute Nacht, Liv. Wenn du nichts dagegen hast, Martha, würde ich mich kurz mit Tommy unterhalten. Ist gut, Jonathan. Vielleicht kannst du ihm irgendwie helfen. Tommy. Tommy. Jonathan. Jonathan. Oh, Jonathan. Warum muss er sterben? Tommy, ganz ruhig, mein Junge. Ich will Pa wieder haben. Ich will ihn wieder haben. Ich verstehe dich. Aber es gibt da ein paar Dinge, die können wir nicht erklären. Gott tut Dinge auf seine Weise und wir können es nicht erklären. Ich wollte nicht weinen. Wein dich ruhig aus. Ich habe selbst manchmal geweint. Aber heute habe ich keine Tränen mehr, Tommy. Soll Chip bei dir bleiben? Diese Berge da oben, das ist kein Platz für einen Hund. Und am allerwenigsten für Chip. Ehrlich nicht? Nein. Nein, es ist zu einsam dort. Sie braucht Gesellschaft. In Wirklichkeit fühlt sie sich da oben überhaupt nicht wohl. Und was mich angeht, ich komme besser allein zurecht. Oft ist der Hund da oben ganz einfach nur eine Belastung für mich. Eine Belastung für dich? Chip? Was soll denn das, Chip? Na, hör auf, lass das. Komm, verschwinde. Komm, hör auf, verschwinde. Also, worauf ich hinaus will, ist, wie wär's denn, wenn du für sie sorgen würdest? Würdest du es tun, Tommy? Tust du das? Du lügst doch, Jonathan. Ich kann dir Chip nicht wegnehmen. Sie ist dein Hund. Bis sie stirbt, wird sie zu dir gehören. Trotzdem danke. Und erzähl niemandem, dass ich geheult habe. Versprichst du mir das? Ich gebe dir mein Wort. Wir waren nicht sehr erfolgreich. Hör mal zu, es ist Weihnachten. Und Schenken gehört nun mal zum Weihnachtsfest. Wie auch immer, du bist eine Belastung. Ach, hör auf. Und sieh mich nicht so an, lass das. Jonathan. Frohe Weihnachten, Tommy. Frohe Weihnachten, Ma. Sieh mal. Ja, Schatz, ich weiß. Lieber Tommy, ich habe Chip entscheiden lassen. Sie war mit mir einer Meinung. Sie gehört dir. Frohe Weihnachten von Jonathan. Wo ist Jonathan? Er ist weg, mein Junge. Weg? Ist das in Ordnung, Ma? Darf ich sie wirklich behalten? Er hat es so gewollt, Tommy. Ich bin sicher, dass es in Ordnung ist. Mr. Bald Eagle, was ist los mit ihr? Hamuk schwick sick. Lili jacke helu nanes jacke tayi.
Er sagt Hund Chip nicht fressen, weil sie wollen nach Hause gehen. Zu Jonathan? Aya Solo. Memlos, Busiaka, Helio, Nanit, Jonathan. Er sagt Hund sterben, wenn sie nicht gehen können zu Jonathan. Danke, Mr. Bald Eagle. Danke. Merci. Mach's gut, Red Wing. Bahaya. Ma, wir müssen sie zu Jonathan bringen. Bitte erlaub es mir. Bitte, Ma. Ich weiß nicht, Schatz. Wie willst du ihn denn finden? Chip findet ihn. Sie weiß, wo das Claim ist. Aber trotzdem kannst du nicht allein dahin reiten. Ich bringe ihn hin, Martha. Ich tue es gern. Oh, danke, Mr. Taylor. Hast du gehört, Chip? Wir bringen dich zurück zu Jonathan. Nun musst du dich stärken, damit du den langen Weg durchhalten kannst. Hier, trink bitte. Du musst. Danke, Lynn. Ma, sieh nur. Sie trinkt, sie wird wieder gesund. Chip, wo ist er? Jonathan? Jonathan? Hier, Tommy. Jonathan, was ist los mit dir? Fieber. Vor einer Woche hat's mich erwischt. Das Schlimmste ist vorbei. Ich war so schwach, dass ich nicht mehr auf die Jagd gehen konnte. Das war also los mit Chip. Sie wusste es. Sie wollte nichts mehr fressen. Sie wollte nur noch hierher. Ma hat recht, Jonathan. Chip gehört dir und zu niemand anderem. Ich gebe sie dir zurück. Jetzt sofort. Mach dir keine Gedanken um den Hund. Tommy, sammle etwas Holz. Ich kümmere mich ums Essen. Mein Mädchen, es geht mir gut. Und danke. Taylor, ich nehme an, es interessiert sie, wie unser Geschäft läuft. Sie hatten recht. Ich wäre ein Trottel gewesen, hätte ich das Claim angemeldet. Die Ader war nach einer Woche versiegt. Deshalb habe ich flussaufwärts weitergearbeitet. Mühsames Geschäft. Ist kaum die Arbeitszeit wert. Ich zeig's Ihnen. Tommy, geh mal bitte zur Truhe. Und zieh sie da weg. Das Brett darunter lässt sich rausnehmen. Nehmen Sie raus. Schütt ein wenig raus, Tommy. Wie viel ist das, Jonathan? Oh, nicht viel. Nur ungefähr 6.000. $6.000? Und da kommt noch einiges hinzu. 6.000. Und das nur vom Goldwaschen. Sie haben die Hauptader noch nicht gefunden? Nein, aber sie ist da oben. Ich muss nur immer flussaufwärts gehen, bis ich sie finde. Und ich finde sie. So sicher, wie ihr Name Lynn Taylor ist. Jonathan, ist Ihnen klar, was das bedeutet? Das bedeutet, wir sind reich. Wir alle. Sicher sind wir das, aber das meine ich nicht. Sie brauchen Hilfe. Also hören Sie. Ich werde morgen wieder in die Stadt reiten. Ich nehme das Gold mit und deponiere es auf unseren Namen. Dann wird es sicher sein. Danach komme ich wieder. Und mit einer ordentlichen Ausrüstung können wir das Gold 10-mal so schnell waschen. Mein ganzes Leben habe ich auf so etwas gewartet. Und ich werde kein Risiko eingehen, es wieder zu verlieren. Wassermarsch! Warten Sie, bis Sie die Beute eines Tages sehen, Taylor. Warten Sie nur.
Wie können Sie nur so ruhig da liegen? Ich sag Ihnen, da draußen ist jemand. Ich habe jemand gehört. Ja, dieselben Burschen, die Sie seit 3 Tagen hören. Sie haben selbst gesagt, dass noch andere Goldsucher in Oak Valley sind, die vielleicht erfahren haben, dass wir Glück hatten. Sicher. Ein kleiner Vogel ist hingeflogen und hat es Ihnen erzählt. Dann sind Sie schnell hierher gekommen, damit Sie all unser schönes Gold ausgraben können. Und das im strömenden Regen. Sie finden das vielleicht komisch, aber ich nicht. Von jetzt an wird einer bei der Hütte Wache stehen, wenn wir oben am Berg sind. Das muss sein. In Ordnung, Taylor. Dann stehen Sie Wache. Tommy und ich werden dann Gold waschen. Aber vielleicht hätten Sie dann auch keine Ruhe. Sie würden sich fragen, ob wir nicht etwas auf dem Weg hierher verlieren. Beruhigen Sie sich, Taylor. Hören Sie auf, sich Sorgen zu machen. Der kostbarste Staub der Welt ist nichts wert, wenn man sich selbst umbringt, um ihn zu bekommen. Nun legen Sie sich hin und schlafen etwas. Ich werde es auch tun. Was Sie in die Satteltasche gepackt haben. 4 Tage lang haben Sie uns schon beobachtet. Mich werden Sie nicht zum Narren halten. Ich wusste, dass Sie da waren. Haben Sie mich verstanden? Vorwärts! Wird's bald. Holen Sie, was Sie da reingesteckt haben. Taylor! Was ist hier los? Bitte halten Sie sich da raus. Ich weiß, was ich tue. Und, holen Sie es nun oder nicht? Sind Sie wahnsinnig? Ich sollte Sie zusammenschlagen. Er hat was in seine Satteltasche gesteckt. Ich habe etwas herausgenommen für Jonathan. Er lügt. Sehen Sie doch selbst nach. Nein, Taylor. Sehen Sie nach. Aber er war da drin und hat rumgeschnüffelt. Ich habe Essen gesucht, weil ich für meine abwesenden Freunde schon mal den Tisch decken wollte. Das ist Pilot Pete, Taylor. Wenn Sie schon länger hier in den Bergen wären, hätten Sie diesen Fehler nie gemacht. Wiederholen Sie ihn nicht. Komm, Pete. Kümmern wir uns um das Abendessen. Sind Sie denn ein echter Pfarrer, Mr. Pete? Ein echter? Nein, ich bin so unecht, wie man nur sein kann, mein Junge. Ein echter Pfarrer muss fest verwurzelt sein. Ich habe nicht mal die Wurzeln eines welken Grashalms. 2 Dinge liebe ich über alles. Gottes Berge und Gottes Sünder. Deshalb lebe ich in den einen, um die anderen zu finden. Und ich finde sie auch. Hier, Lady. Lassen Sie Chip lieber in Frieden. Sie hält nicht viel von Fremden. Ach nein. Hier, Lady. Sie haben sich in ihr getäuscht, Bruder Taylor. Das Tier, das du sahst, ist wahr und ist nicht. Offenbarung 17,8. In diesem Hund steckt genug Liebe für alle, die auch sie lieben. Habe ich recht, Chip? Vielleicht mag sie auch nur meinen Eintopf. Pete? Das ist ein Geschenk von uns allen. Dann danke ich euch in seinem Namen, Jonathan, Tommy, Mr. Taylor und auch dir, schöne Lady. Der Herr möge euch auf all euren Wegen begleiten. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Matthäus 6,19. Ja, Gabriel. Wiedersehen, Mr. Pete. Mach's gut, Pete. Mach's gut. Arbeit den ganzen Morgen. Arbeit steht uns bevor. Arbeit vertreibt uns die Sorgen der Morgen. Tommy, mach dich an die Arbeit. Ich komme nach. Also wirklich? Sie geben ihm auch noch Gold. Dann weiß doch jeder, dass wir auf was gestoßen sind. Wenn der Alte nah plaudert, dann... Das tut er nicht. Pete kennt das Gesetz der Berge, Taylor. Und er richtet sich danach. Sie sollten das auch versuchen.
Und bis Sie das tun, nehme ich den Revolver. Meinen Revolver behalte ich. Sie sind sehr nervös. Und es wird immer schlimmer, je mehr Gold da unter diesem Fußboden liegt. Der Grund dafür ist nicht, dass Sie Angst haben, es könnte jemand stehlen. Sondern, dass Sie es mit mir und Martha teilen müssen. Sie sind ja verrückt. Nur ein Viertel, das werden Sie sich doch immer wieder sagen. Ich bekomme nur ein Viertel und Jonathan die Hälfte. Und ich weiß, das nagt an Ihnen, Taylor. Ich beobachte Sie doch. Deswegen nehme ich den Revolver. Nein, das werden Sie nicht tun. Es gibt zwei Gründe, weshalb Sie mich nicht erschießen werden. Der erste ist, weil Sie die Ader nicht ohne mich finden würden. Und der zweite ist, dass Sie meiner Ansicht nach zu feige dafür sind, Taylor. Tommy, ich möchte, dass du das deiner Mutter bringst. Sag ihr, dass sie das sofort anmelden soll. Es ist eine Beschreibung des Claims, die uns als Eigentümer berechtigt. Sie, Taylor und mich. Stimmt was nicht, Jonathan? Nein, das ist nur für den Fall, dass jemand den schlauen Einfall hat, es nur auf einen Namen anzumelden. Oh, Mr. Taylor. Aber denk dran, was auch geschieht, zu niemandem ein Wort darüber, dass ich ihm nicht traue. Auch nicht zu deiner Mutter. Versprochen? Nun komm schon, reite los. Beeil dich. Sag deine Mutter, sie soll sich keine Sorgen machen. Mach ich. Mach's gut, Jonathan. Chip, wo bist du? Chip, was soll das denn? Was ist los mit dir? Du weißt doch, wir beide müssen auf den Jungen aufpassen. Er kennt den Vater nicht so gut wie wir. Oh,
Diesmal ist es ja nicht für immer, Anna. Du kommst ja wieder zurück. Nun lauf, los! Jonathan! Jonathan! Wo wollen die beiden hin? Ich habe Tommy nach Hause geschickt. Er hatte Sehnsucht nach seiner Mutter. Warum sind Sie so aufgeregt? Die Ader, nach der wir gesucht haben. Wenn sie da oben wäre, wie würde sie aussehen? Nein, ich sage es Ihnen. Eine senkrechte Felswand. Weißer Quarz, der weißeste, den man je gesehen hat. Und darin gezackt wie ein Blitz. Eine Ader aus purem Gold. Gold, Jonathan, so breit. Da oben ist sie, also helfen Sie mir. Sie wartet auf uns. Wo? Ganz oben am Rand des Canyons. Na dann, los. Das reicht, Chip. Lauf wieder zurück nach Hause. Lauf, Mädchen. Lauf zurück zu Jonathan. Bis nach oben ist es noch ein Stück. Ja. Nur weiter. Vorsprung hier vorne. Gehen wir. Also, wo ist sie? Sie ist da, auf dem Vorsprung. Taylor! Helfen Sie mir! Taylor, um Gottes Willen, das können Sie nicht tun! Helfen Sie mir! Ich bin zu feige dazu. Erinnern Sie sich, Jonathan? Chip! Hey, Chip, komm her! Was ist los mit dir?
Hallo, Chip. Wo bist du den ganzen Tag gewesen? Hast du Jonathan gesucht? Ich fürchte, er wird nicht mehr zurückkommen, Chip. Das heißt nicht, dass wir beide nicht Freunde sein können. Was meinst du? Es ist besser, wenn du mir gehorchst. Mir ist klar, dass dir nichts passieren darf. Dann hätte ich noch mehr Mühe, Erklärungen zu finden. Chip. Geh weg da! Geh weg, sag ich dir! Ich sagte, du sollst da verschwinden! Verschwinde, sonst wird's dir wie ihm gehen. Hast Hunger, hä? Ich wusste, dass sich der wieder hertreibt. Gut, ich habe dir auch schon was zurechtgemacht. Willst du das hier? So ist das also. Hier. Ja.
Noch mehr? Und nun verschwinde! Hau ab! Denk dran, du hast es so gewollt!
Kopaschusch, Stille. Bitte, Mr. Bald-Igel, können Sie denn sonst gar nichts tun? Sie sind wundervoll. Danke. Merci. Mama kleid mal kommen bei Maika Haus mit Liliaka durch. Wir bringen sie in das Haus. Sie bald wieder gesund. Keine Sorge, Chip. Ich werde herausfinden, wer dich vergiften wollte. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich es weiß. Bergen droht keine Gefahr, solange das Wetter nicht umschlägt. Aber denken Sie immer dran, ein richtiger Sturm könnte eine Steinlawine auslösen, die das Gold für immer begraben würde. Jonathan? Tommy, was machst du denn hier? Wo ist Jonathan? Er ist unterwegs. Er ist für 3 Tage weggeritten. Wohin? Keine Ahnung. Irgendwo Richtung Blue Mountain. Er meinte, er könnte vielleicht für uns ein Reh für den Winter schießen. Aber ich habe ihm pfeifen hören. Das kann nicht sein. Chip muss es auch gehört haben. Sie hat gebellt. Wo hast du Chip gesehen? Die Indianer haben sie gefunden. Sie war halb tot. Vergiftet.
Und jetzt ist sie wieder gesund? Ja, und weil Jonathan das sicher interessiert, habe ich Chip zurückgebracht. Mr. Taylor, sind Sie sicher, dass er nicht hier ist? Ich habe ihn noch gehört. Er ist nicht hier, ich habe es dir doch gesagt. Chip! 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 Komm her, Chip! Wieso kommt sie nicht rein? Ich weiß, dass sie da draußen ist. Ach, mach dir darüber keine Gedanken, Tommy. Du bist müde und überdreht. Schlaf bei mir, dann kannst du morgen früh wieder nach Hause reiten. Setz dich und ruh dich aus. Ich mach dir etwas zu essen. Ich sollte lieber erst mein Pferd absatteln, Mr. Taylor. Ich komme gleich wieder. Ist gut, Tommy. Chip, was hast du denn? Was ist denn, Chip? Jonathan. Er gehört Jonathan. Tommy? Tommy! Tommy! Tommy, wo steckst du? Tommy? Tommy, bist du das? Still, hast du verstanden? Nein, ich bin nicht still. Sie haben ihn umgebracht und ich werde es allen erzählen. Du irrst dich, Tommy. Nein, du wirst es niemandem erzählen. Chip, Hilfe! Halt den Mund! Mir! Du sollst den Mund halten! Thank you.
Tommy, komm hier. Trink das. Du wirst wieder gesund. Hier. Trink das, Tommy. Trink das. So ist gut. So ist gut, mein Junge. Gehen Sie weg, lassen Sie mich in Ruhe. Hör zu, Junge, du musst mir zuhören. Du brauchst keine Angst zu haben. Du bist hier vollkommen sicher, ich habe dich hergebracht. Hör zu. Du hast Angst gehabt, Tommy, das weiß ich. Und es ist meine Schuld. Aber nur deshalb, weil ich auch Angst hatte. Solche Angst, dass ich fast den Kopf verloren hätte. Manchmal hat ein Mann auch Angst, Tommy. Auch vor einem kleinen Jungen wie dir. Besonders, wenn der Junge die falschen Schlüsse zieht. Und du hast die falschen Schlüsse gezogen, Junge. Sie haben gelogen. Sie haben gesagt, er sei jagen gegangen. Ja. Ja, ich habe gelogen. Weißt du warum? Weil ich wusste, dass du Jonathan sehr mochtest. Fast so sehr wie deinen Vater. Und ich... Ich wusste nicht, wie ich es dir hätte sagen sollen. Jonathan ist tot, mein Junge. Er ist abgestürzt, als er oben im Canyon gearbeitet hat. Es war ein Unfall. Vor 2 Tagen habe ich ihn gefunden und habe ihn da draußen begraben. Morgen wollte ich nach Hause reiten und es deiner Mutter sagen. Chip! Wo ist Chip? Chip geht es gut. Ich habe sie vor einer Weile noch draußen gesehen. Chip war wie du, mein Junge. Sie hatte auch die falschen Schlüsse gezogen. Ich finde, wir sollten beide vergessen, was heute Abend passiert ist. Meinst du nicht auch? Ich denke schon. Dann tun wir das auch. Nun schlaf dich richtig aus. Morgen früh geht's dir dann wieder gut. Schlaf jetzt, mein Junge. Und vergiss die ganze Sache. Tommy, wach auf. Wir bekommen Besuch. Und vergiss unser Gespräch von gestern Abend nicht. Über den Unfall mit Jonathan. Lass mich lieber alles erklären. Hörst du? Hey, Jonathan! Hallo, Mr. Taylor. Mel Steiner und Carl Crane. Dieser Ausreißer tauchte gestern Abend plötzlich drüben im Camp Oak Flats auf. Und ich meine mich zu erinnern, dass er Ihnen gehört. Sie wollten gerade das Lager für die Winterzeit verlassen und wir dachten, auf dem Weg in die Stadt machen wir einen kleinen Umweg und bringen ihn wieder zurück. Oh, guten Tag, Tommy, mein Junge. Hallo, Mr. Pete. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Wir freuen uns beide sehr. Und danke, dass Sie das Pferd zurückgebracht haben. Keine Ursache. Wo ist Jonathan? Es ist gut, dass Sie vorbeigekommen sind. Kommen Sie rein, ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Und in diesem himmlischen Königreich, o Herr, lass ihn Frieden finden. Jenen Frieden, den wir hier auf Erden nicht finden. Lass ihn das Gold, das er hier gesucht hat, im Himmel finden. Das reine und glänzende Gold deiner heiligen Gnade. Darum bitten wir dich, o Herr, in seinem Namen. Amen. Komm, Tommy. Komm mit, Chip. Danke, Pete. Und ich verlasse mich auf Sie, dass Sie in der Stadt alles erklären. Das werde ich tun. Und wenn Sie Tommy und den Hund mitnehmen könnten, würde ich noch hier oben bleiben bis zum Frühling. Es liegt in unser aller Interesse, dass ich beweise, dass Jonathan recht hatte. Er war sicher, dass es da oben eine große Goldader geben würde. Bisher haben wir sie noch nicht gefunden. Und Pete, tun Sie bitte alles, was Sie können, um Tommy zu helfen. Wissen Sie, manchmal bilden sich Kinder alles Mögliche ein. Und Jonathans Unfall hat den Jungen hart getroffen. Das können Sie sicher verstehen. Das kann ich, Mr. Taylor. Pete, er lügt! Glauben Sie ihm nicht! Bitte glauben Sie ihm nicht! Es war kein Unfall! Jonathan ist nicht abgestürzt, er hat ihn umgebracht! Pete, er lügt! Es war alles gelogen! Tommy!
Der Junge ist hysterisch. Er hat Jonathan gehasst und er hat ihn getötet. Und als ich's rausgefunden habe, wollte er auch mich töten. Er lügt, Pete. Tommy, nun hör mal zu. Du sagst, ich wollte dich umbringen? Wo hast du denn geschlafen letzte Nacht? Als dein Pferd dich abgeworfen hat, wer hat dich denn dort gefunden? Aber Tommy, 2 Meter von mir entfernt hast du die ganze Nacht ruhig in der Hütte geschlafen. Hört sich das an, als hätte ich dir was antun wollen? Antworte. Pete, glauben Sie ihm nicht. Er hat es getan. Chip weiß es auch und deswegen wollte er sie vergiften. Glauben Sie mir nicht? Er hat gesagt, dass Clem hätte nichts eingebracht. Aber das stimmt nicht. In der Hütte sind Säcke voller Gold. 1 Dutzend davon. Wenn das stimmt, dann zeig sie uns doch mal, Junge. Das mache ich. Kommen Sie! Aber wo? Da waren mehr. Viel mehr. Den Rest muss er irgendwo versteckt haben. Bringen Sie die lieber zu Malva. Ich habe die hier behalten, weil ich dachte, bis zum Frühjahr hätte ich eine größere Ausbeute. Es sind mehr da, ja, viel mehr. Mr. Crane, merken Sie denn nicht, dass er lügt? Mr. Steiner, glauben Sie ihm nicht. Bitte glauben Sie ihm nicht. Wir sollten jetzt besser aufbrechen. Bitte, Mr. Pete. Na komm, mein Junge. Komm, Chip. Komm, meine Dame, komm, komm. Komm, meine Dame, komm. Thank you.
Nicht, Chip. Das war ein Unfall. Nein. Ich hab's nicht getan. Nein, Chip. Nein. Nicht. Tu das nicht. Bitte. Ich wollte es nicht. Ich schwör's. Bitte, Chip. Bitte. Bitte. Nein. Nein, tu es nicht. Nein. Nein. Verschwunden, Pete. Wir werden sie nie mehr finden. Wir suchen weiter, mein Junge. Alles gut werden. Ich bin sicher. Oh, Chip. Hey, Chip. Oh,